das ist kaputt, das kann ich nicht nehmen. Ach, verdammt. Vielleicht reicht's ja noch. Wir müssen zu ihnen, wir wollen schließlich uns an Folge heute noch rächen. Aber wir haben ja auch kein Auto, kein gar nichts. Und unser Quad ist im Meer versunken. Was heißt im Meer, im Fluss? Den habe ich mal versenkt. Ja, das schaffe ich nicht. Aber der Timer hat aufgehört. Auch sehr komisch. Jason, ist die in Alamo hier? Die Piraten haben mich umstellt. Komm schnell! Ah, okay, wir haben jetzt anscheinend ein bisschen mehr Zeit, aber wir müssen uns immer noch beeilen. Ah, da vorne ist es, wir haben Glück. Okay, wir haben alle besiegt. Also während er mit Reparieren beschäftigt ist, würde ich nur sagen, wir plündern ja erstmal die Leute. Komm jetzt. Wir stehen hier stark unter Beschuss immer noch. Ach ja, der Jason, der braucht zu lange mit dem Nachladen. Fähigkeitspunkte haben wir auch schon mal erhalten. Ach scheiße. Jetzt habe ich auch noch keinen Schuss mehr für die, das ist ja noch besser. Thank you.
Haha, ein Schuss raus und er ist tot. Okay. Scheiße, wir haben nicht mal mehr Granaten. Versuche ich ja. Er hat seinen Scheiß nachladen. Schnell erstmal eine Spritze reinwerfen in den Körper. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Oh, kommt. Puh, jetzt wird's eng. Jason! Steig ein! Du fliegst in dem Ding nach Russland? Machst du Witze? Ich steig in Singapur um. Weißt du, dass es in Singapur illegal ist, Kaugummi zu kauen oder zu kaufen? Das ist eine uramerikanische Errungenschaft. Die Reispflücker erklären damit praktisch Krieg gegen Onkel Sam. Okay, danke. In Singapur ist Kaugummi kauen verboten? Steig ein! Nicht schlecht. Ich sagte, steig ein! Ja. Oh, ach übrigens. Mein Mann Sam ist in Holztruppen eingebettet. Pfeif einfach den Star-Spangled Banner in Thurston in der Crazy Cock Bar. Dann weiß er, dass ich dich schicke. Okay. Ich habe der Agency mein Leben gegeben. Ich habe viele Fehler gemacht, aber jetzt zahlt es sich aus. Jawohl! Ich bin fast raus aus dem Dschungel. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir dann aus dem Flugzeug springen müssen oder er uns noch landet vorher. Keine Ahnung. Ah, jetzt kommt wieder was aus Alice aus vom Wunderland. Was meinst du damit? Sagte die Raupe streng. Erkläre ich dich. Ich kann es nicht deutlich erklären, fürchte ich, Raupe, sagt Alice. Weil ich nicht bin, sehen. Was? Ich sehe nicht wohl, sagte die Raupe. Raupe. So schnell kann ich gar nicht lesen. Naja, könnt ihr das Video anhalten und euch das nochmal gründlich durchlesen. Hier ist dein Stopp! Flieg, Jason! Flieg! Bist du sicher, dass der Wingsuit funktioniert? Na klar! Einfach die Arme ausbreiten, das funktioniert! Viel Glück in Russland! Ich bin stolz, meinem Land zu dienen! Wow! Flieg nach Süden. Ja. Wingsuit benutzen. Woohoo! Yeah!
Okay, wir haben den Fallschirm geöffnet. Hier schwimmen bestimmt auch wieder Haie rum. Ach ja. Was denn das für ein Quatsch? Jetzt müssen wir das Ganze nochmal machen, weil wir nicht gleich an Land gelandet sind, sondern ein Stück davor im Wasser, sicher wohlbehalten. Naja, gut, was soll's. Dann machen wir das eben nochmal. Gucken uns mal das schicke Tutorial an. Was um die für die Neigung zum Steuern. Das war geil. Okay. Na gut, dann sind wir wenigstens. Diesen Sam wirklich gibt. Aha. Sollten wir gleich vielleicht mal auf Scharfschützengewehr umstellen? Und da noch jemanden? Und da ist ein Tiger. Feine Miets, brave Miets. Nein, haut der Katze nicht die Vollblei. Scheiße, jetzt haben sie uns gesehen. Doch. Ihr seht mich nicht, ihr seht mich nicht. Haha. Okay. Die Raubkatze scheint aber auch noch zu leben. Wir laden erstmal gediegen nach, plündern erstmal alle wieder aus, wie immer. Und einen Köpfschuss und schon haben wir wieder Tigerfell. Ist ja eigentlich auch gemein. Erst befreien wir den Tiger, damit er die alle für uns tötet. Ekelhaft. Und dann müssen wir dann knallen selber ab, um uns noch am um uns noch sozusagen mit dem Fell noch zu bereichern. Hoffentlich sieht das nicht Peter. Nein, ich bin nicht seine Waffe. Päckchen Kokain, ja, was die alle so mit sich tragen, ist echt interessant. Da noch 19 Dollar, immer her mit der Kohle, Geld kann man immer gebrauchen. Da sieht man mal, wie schweinegroß die Far Cry-Karte ist.
Hä? Ist das da oben nicht schon ein Funkturm, der in der Nähe ist? Aktuelles Ziel, wir können hier eine Schnellreise machen. Suche in der Crazy Cock Bar nach Sam. Oh, machen wir. Ich würde sagen, wir machen keine Schnellreise, sondern wir gondeln jetzt einfach mal so hier lang. Ach, das ist ein Wasserturm und kein... oder? Weil laut Karte ist hier... ach, der ist hier irgendwo erst. Dann lassen wir es doch lieber. Thurstentown. Ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt einfach so reinspazieren können. Jetzt kehren wir es jetzt einfach mal. Private Property. Trespassing forbidden. Trespassing forbidden, weiß jetzt nicht genau, was heißt. Okay, die sind gelb gekleidet, scheinen nicht zu Was Leuten zu gehören oder beziehungsweise zu den Leuten von Volker Holt. Hier haben wir wieder so eine schöne Tankstelle oder was auch immer das ist, wie in Anamanaki. Oh, Hilfe! Hey, beweg deinen Arsch hierher! Hast du ein verficktes Problem? Er will mich verletzen! Hörst du schlecht? Hau ab! Ich mein's ernst, halt dich da raus! Arschloch! Verschwinde! Gut. Jetzt! Gib mir das! Ja, das ist auch wieder so Elendsviertel. Du bist, wir können ja hier nichts machen. Wir den Typen mal eine reinbrettern, das geht eben nicht. Dann würden wir nur Aufmerksamkeit erregen und das wollen wir ja, glaube ich, nicht. Was soll das hier darstellen? Ein Bordell oder was? Eine Perlenkette. Hm. Das sieht auch ein bisschen fertig aus, der Typ. Was ist mit der jungen Frau hier? Tot. Wir können ihre Leiche plündern. Ein Puppenkopf hatte sie, weiß ich. Hm. Er guckt uns nur an. Hm. Ich denke mal, das soll ein Freudenhaus darstellen. General Store. Ja, wir gehen gleich in die Crazy Cock Bar.